willkommen zum Hochzeits-Einmaleins. Weiter geht's mit einer weiteren Folge über freie Trauungen für euch mit der lieben Iris Reinhard Hassenzahn. Hallo. Ja, eine ganz, ganz fantastische Trauerrednerin und alias SpongeBob. Alias SpongeBob. Alias SpongeBob, ich bin Minion. Spinito. Wollte ich nur mal erwähnen. Egal. Heute geht es darum, wie denn eine freie Trauung abläuft, was denn so der Inhalt ist generell und ja, wie man so eine freie Trauung gestalten kann. Und ich glaube, sie ist da die perfekte Ansprechpartnerin für so. Also eine freie Trauung gestalten wir als Trauredner natürlich gemeinsam mit dem Paar. Das ist natürlich anders als in der Kirche. Und auch beim Standesamt, da kann man... Da gestaltest du nichts, es sei denn, er lässt dich ein Liedchen. Ja, es ist schwierig. Also wir gehen natürlich komplett auf die Wünsche der Paare ein und geben aber auch so ein bisschen Futter, was ist alles möglich. Es gibt natürlich eine Begrüßung, es gibt Musik. Da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten vom Band oder live oder was weiß ich. Vielleicht haben ja manche noch schon einen Hochzeitssänger gebucht. Genau. Das ist natürlich super schön. Oder vielleicht für den Abend schon so eine kleine Hochzeitsband oder so. Und dann spielen jetzt. Ja, das wäre ganz schön. Also so 2, 3, 4 Lieder da mit einbauen ist immer ganz schön. Und es gibt natürlich die Rituale. Da werden wir gleich nochmal. Kommen wir gleich noch drauf? Gleich nochmal drüber sprechen. Und es wird natürlich ganz viel über das Paar gesprochen. Die Rede, die ich vorbereite, beinhaltet natürlich das Kennenlernen und was mögen sie, was lieben sie aneinander, diese ganzen Kleinigkeiten. Wer hat den Antrag gemacht und wie, also das wird alles vorher besprochen und das ist alles im Ablauf mit drin. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass man noch die Oma oder den Opa ein paar Worte sagen lässt oder vielleicht möchte jemand noch ein Gedicht, das Lieblingsgedicht des Paares mit einfügen. Ich bin da ganz offen. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie offen andere Trauredner sind. Ich glaube, die sind auch sehr offen. Mhm. Was das Paar drin haben möchte, kriegt es. Okay. Ist so. Wie machst du das? Es ist mir gerade irgendwie so spontan eingefallen. Separierst du deine, also das Paar auch mal und befragst die so separat? Ja, ja. Das ist im Vorlauf gibt es, wollen wir das jetzt besprechen oder vielleicht später, wenn wir über den Ablauf, den Vorlauf, die Vorbereitungen? Können wir auch im Vorlauf, wir können es auch jetzt machen. Ah, okay, dann sage ich es, dann machen wir es jetzt. Also es gibt. Bei mir gibt es einen Paar-Fragebogen, den gibt es relativ früh und den soll jeder separat ausfüllen, damit ich so ein paar kleine, also zum einen den ersten Einblick in die Beziehung haben kann, weil ich die da noch nicht so gut kenne, wenn ich den Fragebogen rausschicke, und zum anderen halt wirklich kleine Antworten als Überraschung für den anderen in die Rede mit einbringen kann. Das gibt es, das macht nicht jeder, aber viele. Ich glaube, viele Trauredner befragen das Paar nochmal einzeln und versuchen das dann irgendwie noch mit einzufügen. Das ist ganz schön, ja, das ist so eine Überraschung. Super süß, super schön. Also sind dann auch gerade so Fragen dabei wie, wieso liebst du den anderen? Oder wie würdest du den anderen beschreiben? Da kann man auch ganz nette Sachen raus. Voll emotional, oh Gott. Ja, da gibt es schon nette Sachen, die man da rausziehen kann. Oh, schön. Ja. Super. Ja, ich glaube, das war's, oder? Ja. Ja. Ich danke dir vielmals. Wie ihr seht, wenn ihr Ideen habt für eure freie Trauung oder generell ja, das individuell gestalten wollt, dann ist das Richtige für euch. Fragt da am besten euren Trauredner direkt und ja, viel Spaß beim Plan. Bis dann.